Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Liebe Crypto Family, heute reden wir über Polkadot. Ich will ein bisschen erzählen, wie sich das Ganze entwickelt hat, für was überhaupt Polkadot da ist und wie es sich gegenüber von Ethereum und Cardano ein bisschen bewegt oder respektive differenziert. Ja, was ist da ein richtiges USP? Darüber möchte ich sprechen, was meine Preisprognose für bis und mit Ende nächstes Jahres etwa bedeuten wird und wo ich es diesem Jahr noch sehen werde in der Chartanalyse danach. Also viel Spaß beim Video. Tschüss zusammen. Was ist Polkadot? Das fragen sich sehr viele da draußen. Viele von euch haben sich bereits in Polkadot investiert, aber selbst haben sie keine Ahnung, was dahinter steckt. Nun, Polkadot ist wohl ein Blockchain-Protokoll der nächsten Generation. So sagt man es zumindest. Und ich denke, wir schauen uns das gemeinsam ein bisschen in der Reise hier genauer an. Denn die Spezialität dieser Chains ist es, universelle Netzwerke miteinander zu verbinden. Ja, mit einem starken Fokus auf den Aufbau der Infrastruktur von Web 3.0 und natürlich gegründet von der Web 3 Foundation, zielt Polkadot darauf ab, Internetmonopole zu verbinden und einem einzelnen Nutzer mehrere Freiheiten zu bieten. Ja, wir wissen ja alle das Konzept von Blockchain, wie sich das alles aufgebaut hat mit der Einführung von Bitcoin. Nun ist es halt so, dass das auf der einen Art ein sehr sicheres und gutes Konzept ist, auf der anderen Art wird es schwierig, ja, weil einzelne Blockchains miteinander zu kommunizieren, das ist schon eine gewisse Challenge. Wenn man jetzt denkt, wie viele Projekte das da noch kommen mag, ist natürlich Polkadot ein sehr interessantes Projekt, weil das ist sehr zukunftsausgerichtet. Ja, es geht darum, wenn irgendwann mal hundert oder tausende von Blockchains existieren, dass die einen schnellen und agilen Austausch untereinander haben, und das ist eben die Idee, nicht dass man überall zwischen Blockchain A und Blockchain B irgendeinen Converter bauen muss, dass dann mühselig eben die Kommunikation herstellt, dass dann halt eben mit Polkadot, mit der Web 3 Foundation Technologie eine elegante Lösung findet, wo eben schnell, effizient und agil relativiert untereinander kommuniziert werden kann. Es bleibt auf jeden Fall spannend rund um das ganze Polkadot-Thema, denn es ist ein Konzept, das ursprünglich von Dr. Gavin Wood, das auch ein Mitgründer übrigens von Ethereum, erdacht wurde. Wie er auf die Idee kam, da kann man nur spekulieren oder halt diskutieren. Man vermutet auf jeden Fall, dass es natürlich in der Gründung von Ethereum bereits zu Beginn ein Thema wurde, wo er wahrscheinlich dort nicht intern durchsetzen konnte und dann irgendwann gesagt hat, ich werde das zu meinem eigenen Projekt machen und daraus eine Lösung finden. Eine einzelne Blockchain im Polkadot-Ökosystem wird als Parachain, parallele Blockchain, bezeichnet, während die Mainchain als Relay-Chain bezeichnet wird. Die Idee ist, dass Parachains und die Relay-Chain jederzeit problemlos Informationen austauschen können. Man könnte sich Parachains so ähnlich wie ein einzelner Shards in der geplanten Implementierung von Ethereum 2.0 vorstellen. Jeder Entwickler, jedes Unternehmen oder sogar die Einzelpersonen können eigene Parachain über Substrates erstellen. Ein Framework für die Erstellung von Kryptowährungen und dezentralen Systemen. Sobald die benutzerdefinierte Chain mit dem Polkadot-Netzwerk verbunden ist, wird sie mit allen anderen Parachains im Netzwerk interoperabel sprechen.
Die Entwicklung von Cross-Blockchain-Anwendungen, Produkten und Dienstleistungen sollte mit diesem Design viel einfacher werden. Blockchain-übergreifende Übertragungen von Daten oder Vermögenswerten waren bisher nicht in diesem Umfang möglich. Die Sicherung und Validierung der Daten über dieses verschiedene Parachains erfolgt durch Netzwerkvalidierungen, wobei ein kleiner Satz dieser Validatoren mehrere Parachains sichern kann. Diese Validatoren stellen auch sicher, dass Transaktionen über mehrere Parachains verteilt werden können, um die Skalierbarkeit zu verbessern. Hier docken wir natürlich mit den Vorteilen von Polkadot an. Es kann viele Gründe für Entwickler geben, das Polka-Ökosystem zu erkunden. Aufgrund der begrenzten Natur aktueller Blockchains ist es offensichtlich, dass ein paar Kernprobleme zu lösen gilt. Wir hatten gerade über die Skalierung gesprochen, Anpassungen, Governance und Erweiterbarkeit. Das sind alles Punkte, die hier natürlich Polkadot relativ gut erfüllen kann. Was die Skalierung betrifft, so erfüllt natürlich Polkadot viele Kriterien. Es handelt sich um ein Multi-Chain-Network, das es ermöglicht, Überweisungen parallel über verschiedene individuelle Chains zu verarbeiten. Dies beiseitig eines der größten Hindernisse der heutigen Blockchain-Technologien assoziiert werden. Die parallele Verarbeitung ist eine bedeutende Verbesserung und kann den Weg für eine breitere globale Blockchain-Akzeptanz ebnen. Nun wissen wir ja auch, dass jede Blockchain seine eigene Art und Weise hat, seine Technologie, und es gibt zurzeit keine Blockchain-Infrastruktur, die für alle gilt. Jeder hat so ein bisschen seine eigene Suppe zu kochen, und hier will eben genau Polkadot ein bisschen andocken, denn die Idee dahinter ist es natürlich, mit den Parachain die jeweilige Blockchain natürlich zu optimieren und es zu einer harmonischen Gleichheit führen kann in der Blockchain und natürlich eben für den Austausch zwischen den Blockchains untereinander. Nun hat Polkadot natürlich seinen eigenen Token, den DOT-Token, ja, wie es bei Ethereum ETH ist oder bei Bitcoin, den BTC, ist es halt eben den DOT-Token. Es gibt mehrere Anwendungsfälle für diesen Token. Zuallererst gewährt es Tokeninhaber Governance-Rechte für das gesamte Polkadot-Plattform. Dazu gehören die Festlegung von Netzwerkgebühren, die Abstimmung über allgemeine Netzwerk-Upgrades und die Einrichtung oder Entfernung von Parachains. DOT ist auch so konzipiert, dass es den Netzwerkkonsens durch Staking erleichtert. Ähnlich wie bei anderen Netzwerken, die Staking verwendet, sind alle DOT-Inhaber dazu angehalten, sich jederzeit an die Regeln zu halten. Wenn das natürlich nicht passiert, dann verlieren sie ihren Stake-Einsatz. Die dritte Option ist die Verwendung von DOT für das sogenannte Bounding. Dies ist erforderlich, wenn neue Parachains zum Polkadot-Ökosystem hinzugefügt werden. Während einer Bindungsdauer sind die gebundenen DOT gesperrt. Sie werden freigegeben, sobald die Bindungsdauer beendet ist und die Parachain aus dem Ökosystem entfällt. Wir wissen insbesondere auf dem Kryptomarkt, dass es halt so ist, dass man ein Projekt sehr schnell gut sprechen kann. Ja. Man schaut die White Papers an, die Roadmaps, und es steht immer irgendwie was Gutes. Fakt ist, dass es ein Ökosystem ist, das in der Lage ist, sowohl einen einzelnen Programmierer als auch kleine Unternehmen bis hin zu große Konzerne zu bedienen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. In der Lage zu sein, benutzerdefinierte Blockchains zu implementieren, um spezifische Bedürfnisse gerecht zu werden und sie ohne Probleme zu aktualisieren, ist ein neuartiges Konzept, das für den gesamten Kryptobereich sehr, sehr wertvoll sein könnte. Unter polkaprojekte.com oder respektive project.com findet ihr eigentlich all diese Projekte. Man darf eins nicht vergessen, Polkadot ist noch ein sehr, sehr junges Projekt. Ja, auch wenn man jetzt das ganze Token-System anschaut, man sagt ja auch, dass Polkadot jetzt nicht dafür gedacht ist, spekulativ zu handeln, sondern es wirklich für die Sache gedacht, eben unter den Blockchains untereinander zu sprechen. Habt ihr hier mal eine Übersicht, was man halt sehen kann? Ja, ihr habt da, was gerade zum Beispiel in den Entwicklungen steht. Ihr könnt das dann selbst ein bisschen durchschauen, ob euch das irgendwas sagt. Man kann da
hineingehen und schauen, Mobile Game Frameworks und so. Also es gibt schon einiges, das bereits hier am Laufen ist im Hintergrund. Das darf man auf jeden Fall schon mal nicht unterschätzen. Und wie gesagt, es ist für Kleinunternehmen bis hin zu großen Konzernen gegebenenfalls ein sehr spannendes Produkt, was natürlich hier auch ein bisschen konkurrenziert zu Cardano oder unter anderem natürlich auch zu Ethereum mit Ethereum 2.0. Nur muss man hier fairerweise sagen, bei Cardano und bei Ethereum braucht es halt immer dazwischen irgendwelche Smart Contracts. Man muss irgendwelche Konverter entwickeln, dass die beiden Blockchains dann jeweils untereinander sprechen können, je nachdem, was der Konzern gerade braucht. Vielleicht hat ein Konzern 3-4 Projekte am Start und jedes Projekt hat eine eigene Blockchain und da braucht man halt irgendwie, statt für alles eine Insellösung zu bauen, was langfristig sehr viel Geld kostet, weil man muss ja jedes dann auch immer wieder upgraden, wenn es eine Softwareaktualisierung gibt. Hier mit Polkadot ist es halt so eine Art Universell-Converter, der halt dann auf einmal upgraded wird, der unter anderen Blockchains sehr, sehr gut kommunizieren kann. Und meiner Meinung nach ist das definitiv Zukunft. Ich sehe hier ein extrem großes Potenzial auf uns zukommen und ich denke, dass er einen sehr guten Platz verdient hat unter den Top 10 und dass auch hier die Möglichkeit bestehen kann, dass man sagt, der Blockchain hier von Polkadot wird zukünftig eine Lösung haben für weltweite Projekte in der Blockchain-Szene. Und da muss ich sagen, liebe Freunde, da hat sich wirklich jemand was Gutes überlegt und meiner Meinung nach was Nachhaltiges aufgebaut. So, wenn man jetzt aber über meine Prognose sprechen will, und dazu würde ich sagen, gehen wir doch mal am besten auf den Polkadot-Chart. Und wir nehmen dieses hier. Wissen wir waren ja schon höher im All-Time-High. Das haben wir in der Bitcoin-Phase erlebt, wo wir plus minus bei 65.000 waren. Hier oben war das alte All-Time-High. Das könnten wir für uns kurzfristig schnell ein bisschen einzeichnen, vielleicht ein bisschen grün. Nehmen es ganz rechts rüber, weil das hilft uns dann auch irgendwo zu sehen, wo die Reise natürlich etwa hingehen kann. Nun muss man aber auch fairerweise zugestehen, dass die Reise dorthin doch noch 1-2 Meter dauern kann, wenn ich das dann finde, was ich haben möchte. Und zwar stecken wir hier gerade noch 86% dazwischen, ja, zum letzten All-Time-High. Wäre natürlich eine sehr spannende Geschichte, dies jetzt natürlich zu traden. Denkt an einen Long X10, wäre natürlich sehr, sehr spannend, aber bedeutet ja noch nicht, dass wir da jetzt sofort hochgehen. Aber wir wissen, wo die Reise hin muss und man darf auch nicht vergessen, ich denke nicht, dass hier dieses All-Time-High der absolute Endpart war. Im Gegenteil, ich denke eher, dass das der Beginn war von Polkadot. Ja, ich sehe den definitiv im dreistelligen Bereich und das sicherlich bis Mitte, wenn nicht sogar Ende nächstes Jahres, sollten wir diese Kurve definitiv hinbekommen haben. Man sieht natürlich jetzt auch ein bisschen von meinen Indikatoren her, wir sind überall im bullischen Bereich, was sehr, sehr positiv ist. Wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben vor uns noch eine relativ lange Phase bis Ende dieses Jahres und ich würde auch hier jetzt für eine kurzfristige Prognose, könnte man hier ein bisschen was erkennen. Wir sind natürlich in einem absoluten Aufwärtstrend, das darf man so vielleicht auch schon mal sagen. Wir hätten aber auch die Chance hier, dass wir jetzt gerade mal noch ein Rising Wedge bilden. Und dieses Rising Wedge würde uns dann nochmals eine Korrektur nach unten geben. Man muss aber auch hier fairerweise zuschauen,
wie sich Bitcoin natürlich dann auch entwickeln wird. Ja, der Kyle hat noch sehr viele Chancen, sich zu entwickeln. Also hätte es hier auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man sagen kann, okay, wir haben die Chance, hier unten nochmals uns fürs HODL-Portfolio einzukaufen oder halt eben ein Trade zu eröffnen. Da würde ich jetzt sagen, wir benennen es beim Kauf. Und das wäre natürlich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Ich würde aber auch für die, die hodeln, einen Einstieg im weiteren Bereich nennen, weil es ist in der Regel so, dass sich das Rising Wedge nicht auf unsere Zieltargets immer ausrichtet. Da müsste man jetzt schon ein bisschen auch die Widerstandslinien beachten, ob wir in der Vergangenheit hier relativ starken Support hatten. Da sieht man zum Beispiel, wir haben es relativ gut erwischt. Also hier plus minus in dem Bereich hatten wir sehr, sehr starken Support. Also von dem her gesehen wäre die Möglichkeit für ein HODL-Portfolio oder auch für einen Trade-Einstieg, dass man sich hier auf diese Linien orientieren kann. Wir müssen jetzt aber mal aufpassen, wo der Ausbruch dann auch stattfinden kann. Wie gesagt, meine Prognose langfristig für die Jahre sehe ich dann schon eher im größeren Bereich, und zwar definitiv mit der Möglichkeit, dass wir dann auch Richtung dreistellige Zahl gehen. Wir machen das mal im Daily, vielleicht sehen wir das hier ein bisschen genauer an, können wir das ein bisschen genauer einzeichnen. Ja, das passt relativ gut vom Rising her. Das wird auf jeden Fall einen Kurspump geben noch. Vielleicht werden wir die untere Trendlinie noch antesten und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Hier noch das All-Time-High ein bisschen anpassen. Voilà, so würde es dann auch für uns mehr Sinn ergeben. Das heißt, wenn man hier diesen Trade mitnehmen würde, dann hätte man auf jeden Fall über 100%. Davon bin ich definitiv überzeugt, dass wir mindestens das All-Time-High ersehen werden. Ja, ich denke auch, dass das Polkadot-Projekt immer mehr an Wert gewinnt, umso mehr Kunden, dass sie dazu gewinnen, umso mehr Blockchains sie implementieren können, umso mehr, dass da uns begleiten werden, wird sich natürlich diese Token extrem aufwerten. Wie gesagt, Staken wäre hier eine sensationelle Lösung für die, die hodeln. Haltet euch da an die Regeln, dann kann auch nichts schief gehen, dann werdet ihr davon profitieren. Ja, und das war's zum Polkadot-Thema. Mehr gibt es dazu zurzeit nicht zu sagen. Ich würde sagen, ich halte euch einfach auf dem Laufenden, sage Tschüss aus der Schweiz und bleibt mir gesund. Habt Sorge. Ciao zusammen.